Moin moin liebe Leute, seid gegrüßt. Neue Runde vom LS22 hier auf der Wild West 16-fach Map. Jo, leise am Arbeiten. Wollen wir schnell mal schauen, was wir heute machen. Also ich will sehen, dass wir jetzt mit dem Raps hier zurechtkommen, weil da steckt halt echt nochmal Geld drin, ne? Und das brauchen wir dringend. Weiß nicht genau, warum der LKW da hinten nicht weiterarbeitet. Gucken wir uns an. So, dann haben wir hier... Der ist fertig. Ne, wir haben eine Gruppermission auf Feld 20 abzuschließen. Also auch Mission ist ja nochmal interessant. So, Feld 20 bringt 26.000 immerhin. Wir haben wahnsinnig viele Erntemissionen. Da werden wir gleich reingucken und wir kriegen neue Gruppermissionen rein. Die machen wir natürlich auch. Flugmission sollten wir vielleicht auch noch machen, weil wir haben ja das ganze große Equipment. Das muss los. Ne? Das muss auf die Felder. Das bringt ja nichts, wenn es nur rumsteht. Also werden wir da... Gerade wir brauchen dieses ganze Geld. So, das ist auch gleich fertig. Ja, das ist ja 26.000, Feld 6 oder Feld 58. Wo ist der denn hier? 6 oder 8? Nicht. Feld 6 oder 58. Wo ist der denn jetzt? Auf Feld 20. Mich hat jetzt eigentlich interessiert, weil wer liegt denn näher? Die 6. Die ist gleich nebenan. Ist aber nur ein kleines Feld. Gleich da schräg gegenüber. Vermehrungsgras gibt es auf der Karte nicht. Sind nicht auf der Marsch. Nee, nee, Vermehrungsgras gibt es nicht. Luzerne kann ich aber machen und normales Gras können wir machen. Ich würde je ein Feld auf jeden Fall haben wollen. Dass wir Fermenter immer gut bedienen können. Gras muss ja ein bisschen größer werden. Glaube ich, obwohl. Nee, ist ja. Obwohl. Doch, wegen Heu. Obwohl mein Futtermischer nimmt ja auch Luzerneheu an, eigentlich. Oder? Also, es ist fast egal. Da müsste man. Ich weiß nicht, ob da unterschiedliche Ertragswerte in der Karte hinterlegt sind. Kann man das aber nicht irgendwo raus ablesen? Wenn hier jetzt stehen würde, wir brauchen weniger. Ja, Alfalfa-Heu. Von wegen. Naja, das, also Heu, also Gras brauchen wir 89 Hektar. Mit fast 4 Millionen. Und genau, also das ist egal, entweder oder, um Futter herzustellen. Wenn ich jetzt hier mal auf Luzerne aktiviere. Ja, das, ach. Achso, ja gut, dann muss ich natürlich gleich machen. Ich mache mal Silage aus Luzerne an und ich mache Kompost aus Luzerne an, damit es identisch ist. Was haben wir denn? Haben wir Kompost? Nämlich daran könnten. Was fehlt denn noch beim Gras? Ja. Ah, ich habe doppelte Schiene an. Guten Morgen. Dann muss ich natürlich das. Jetzt müssten wir ungefähr gleich sein, oder was? Wenn es der gleiche Ertrag ist, hätten wir jetzt eine gleiche Hektaranzahl im Bedarf. Da sehen wir aber Luzerne, oder habe ich noch einen vergessen? Luzerne wäre etwas ertragreicher, da würden wir 17 Hektar sparen. Nur mal so als, ne, muss man zu wissen. Alles klar, aktuell wird das noch nichts. Gut, Feld 6. Grubbern, haben wir da schon mal gegrubbert? Es sind doch immer so viel am Grubbern, das muss doch... Nein, natürlich nicht, okay. Das war hier vorher drauf, können wir das noch sehen? Weizen. Das ist gut.
So, dann haben wir ja unser Groß. Ja, genau, der hat Feierabend. Hier ist auch nichts mehr zum Dreschen. Ja, also so ein großes Feld wie nebenan, das war ja auch mal Gras, ne? Das hier. Das kann natürlich dann auch losgehen. Das müssten wir jetzt im August auch mal entscheiden, ob ich jetzt hier denn noch, will ich noch die Steine sammeln? Das sind zu wenig und ich glaube, ich habe gesagt, das machen wir nicht mehr, oder? Wo wir haben diesen komischen Steinesammler? Schon ein bisschen weiterhin angewiesen. Also ein großes Getreidefeld brauchen wir. Alleine schon aus zukünftigen Futtergründen. Schon wieder. Er schon wieder, der immer nicht ordentlich ablädt. Das Ding ist, wenn ich jetzt aber alle irgendwie zum Pflügen losschicke, auf Mission, ist irgendwie witzlos, weil wir brauchen die jetzt auf den eigenen Feldern. Also mindestens das hier muss jetzt gepflügt werden, breiter gepflügt werden. Und das ist ja auch kein kleines Feld hier. Und wir sind im August. Im August können wir auch auf dieser Karte doch schon wieder einiges anpflanzen, oder? Na gut, Raps. Alles der Rest, den dieser eine Drescher hier noch wegdreschen soll. Mission kannst du auch auf Schwatt legen. Das ging noch mal, oder ist es neu? Also irgendwann ging das nicht. Meine ich zumindest. Weil das wäre natürlich schon krass, ne? Dann könnten wir gut noch irgendwas an Trash-Missionen annehmen. Dann wären wir erstmal also flugtechnisch. Ja, ich meine, das kann immer nicht schaden. Ein Flug auf ein großes Feld, gib ihm und dann lass ihn noch da nebenbei 2 Stunden arbeiten. Ist nicht so, dass wir in diesen 2 Stunden irgendwie Langeweile oder irgendwas haben, ne? Aber es gibt ja immer irgendwas zu tun, ja. So schaffe ich das Feld hier nicht ganz fertig, ne? Bist du sicher? Die Mission? Jetzt auf einmal kommt er, oder was? Ernsthaft? So, ich will natürlich jetzt mal schauen, dass wir den nochmal kurz wahrscheinlich auf links 1 setzen. Dass er jetzt hier vielleicht nochmal
zwei. Eigentlich sogar ein paar mehr rein, ne? Weil dann hätten wir vielleicht eine Chance, dass wir das noch fertig kriegen hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 rein für jeden. Nerv doch. Guten Morgen, moin. Es wäre natürlich für alle Getreidesorten interessant, die man auf Schwatt legen kann. Weil wenn wir zum Beispiel Weizen oder irgendwas auf Schwatt legen und das dann dreschen, haben wir auch einen höheren Ertrag und können viel mehr Korn für uns verbuchen, was dann schon eingelagert wird für die Hühner. Ne? Das bringt ja nichts, wenn wir nachher im Winter großes Geld haben, aber ich gar kein, also kein Futter habe. Ich werde fürs eigene Feld, für die eigene Feldvergrößerung und so weiter. Möchte ich zwei Flüge haben. Und das machen halt die beiden Klaas, ne? Fertig. So, dann könnten wir, haben wir noch einen übrig für einen Großauftrag. Das wäre der John Deere, der dann halt irgendwo als Flug alleine schon mal sich auf den Weg machen kann. Ich habe nicht die neueste Version vom Schwattmod, da gab es mal ein Update, ne? Muss ich mal gucken. Das wäre schon echt interessant, ob es geht. Na gut, da ist noch ein Serion frei in der Halle, sehe ich gerade. Wie ich schon sagte, das würde ich versuchen mit Follow Me zu flügen, dass wir ein Feld schneller flügen. Rundherum halt das neu, die neue Felderstellung. Ich habe mit dreien. Man kann natürlich auch echt schnell so eine große Mission machen, ne? Wenn ich jetzt Feld 13 flügen und dann halt größer flügen. 9 ist ja schon. 9 habe ich rundherum aber noch keine Bodeninformation gekauft. Deswegen sehen wir dann auch nicht, wie der Boden ist. Ja, also ich schicke die schon mal zu 13. Ne? Wir sind ja gleich fertig mit 13 und dann soll das da gepflügt werden. Gut. Auch da sind noch sinnlose Kursreste übrig. Es wird ein Spaß werden, das alles neu zu machen. Da kraut es mir schon so ein bisschen vor, Leute, was so viel Zeit kostet. Richtig viel Zeit kostet. Ich denke, dass wir hier irgendwann nochmal eine Durchfahrhalle bauen werden oder so. Für die Anhänger dann speziell oder so, weiß ich noch nicht. Oder halt diese große Halle, diese riesigen Halle, weiß ich noch nicht. Aber aktuell, ne? Klar, keine finanziellen Mittel übrig. So, dann würde ich den bevorzugen. Ja, das ist dieser komische Steinesammler, ne? Aber wir sind ja alle so, Verschleiß geht's meistens nicht, die paar Steine im Boden. Obwohl das natürlich klar, wenn ich da jetzt ein Grasfeld mache oder Luzernefeld, das würde ich schon irgendwie schön finden, wenn da keine Steine drauf wären. Das Rapsfeld hier vorne, da müssen, muss da dann eigentlich noch irgendwas gemacht werden, gemulcht oder was? Oder hatte ich das schon? Gefühlt
geflügt werden muss elf ja nicht, denke ich. Die 8 und die 9 ist gemulcht. Die 11 und die 7 nicht. Müsste der eigentlich mulchen. Was sind die Seemaschinen? Habe ich denn den? Habe ich den 24 Mulcher hier nicht? Oder stand der oben irgendwo? Vermisse den Mulcher. Oder ist der irgendwo im Einsatz? Habe ich keinen. Davon auch nicht. Mulchwalze, ne? Nicht Feldwalze, Graswalze, Mulchwalze. Rot. Kann ich nur mieten. Gut, dann ist der jetzt fürs Mulchen zuständig. Naja, auf einer 16-fach dauert halt alles noch ein bisschen länger als eh schon. Mulchen. Bevor wir pflügen können, muss erstmal gemulcht werden. Ich glaube, dann können wir auf 7 anfangen, ne? Das ist das Weizenfeld, was jetzt fertig abgesammelt ist. Lizard Anhänger auf Rädern Mod. Okay. Ich denke, dass wir künftig dann aber Gras-Silage-Aktion machen. Ich werde nicht alles mehr in Ballen pressen. Ne? Wenn wir jetzt tatsächlich so ein großes Grasfeld anlegen, wie das, auf das ich gerade gucke, da im Hintergrund, das sind ja ein paar Hektar. Grasland, Grünland, was wir dann irgendwie dreimal pro Jahr ernten können. Ich denke, dass wir dann irgendwie eine Ladewagenflotte aufbauen, ne? Damit wir dann irgendwie mit drei Fahrzeugen oder so das automatisiert machen können. Oder so, weiß ich noch nicht. Nicht immer, aber immer öfter. Und das Feld hier machen wir dann vielleicht als Luzerne. Oder? Andere Vorschläge gerne in die Kommentare, Leute.
Da, wo jetzt Hopfen drauf ist, müssen wir nochmal gucken, ob wir was ernten können. Und ob ich da noch was raufkriege dieses Jahr eigentlich. Ist das so oder ist das nicht so? Der Hopfen kommt erst im Oktober. Im Oktober kann ich noch Weizen anpflanzen. Wird denn der späte Weizen werden, wahrscheinlich der im August erst fällig ist. Aber es geht. Ich glaube, ich möchte aber ein bisschen wechseln. Also wechseln jetzt, was die Felder angeht. Ich habe keinen Bock, immer auf das gleiche Getreidefeld das gleiche anzupflanzen. Fruchtfolge. Kann natürlich auch so ein Feld hier mit Gras machen, ne? Aber Rundballen ist da vielleicht ein bisschen blöd. So Silage-Rundballen. Aber machen wir in der Regel nicht. Weil die dann erst vor sich hin gären müssten. Ja, aber man könnte überlegen, dass wir jetzt dieses Feld mit Raps anpflanzen. Müssen halt mehrere Sachen parallel hier machen. Sonst komme ich null voran. Ist aber auch, machen wir ja auch, ne? Wir dreschen, wir grubbern. Mulch ist jetzt auch am Platz angekommen. Drescher steht nur noch und warten auf irgendetwas. Wir werden das heute auf jeden Fall auch mit dem Schwad testen. Nicht in der heutigen Folge, nicht in der jetzigen Folge, aber ich werde das auf jeden Fall versuchen zu testen. Dann können wir nämlich die Schwattmäher nochmal losschicken und nochmal ordentlich Schwatt machen, wenn es funktioniert. Ein Versuch ist es ja wert. Ich muss natürlich, dann brauchen wir noch Anhänger dafür, ne? Weil bisher habe ich die keine. Oder man muss die da oben rauflegen. Die Schneidwerke, aber es wird ein bisschen knapp. Ich glaube auch, da würde sie nicht festseilen, ne? Ach Leute, was steht ihr denn beide so blöd? Hauptsache, die stellen sich auch beide penetrant auf Schwatt rein ab. Wir sehen das mit dem Raps noch nicht ganz fertig, aber nah dran. Und da das hier noch dauert, bis wir hier flügen, weil ich will hier erst mulchen, dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Flugauftrag an und lassen dann doch die beiden erstmal flügen. Bevor wir jetzt hier zu meinem eigenen Feld flügen kommen, es dauert eh noch. Dann können wir in der Zwischenzeit, haben wir ja schon geflügte Felder. Oder halt Felder, die nicht geflügt werden müssen. Dann können wir da ja schon ansehen. Also das ist... Wir haben also gefühlt noch viel zu tun. Gut. Also Steine lasse ich erstmal in Ruhe. Also eine ordentliche Flugmission für drei Flüge. Komm, geben wir da Gas, was soll's. Dann haben wir die erstmal, die haben die erstmal was zu tun und nerven uns erstmal nicht. So, 152.000 auf 56, das machen wir. Vertrag akzeptieren. So, Feld 56.
Moin. Da steht einer. Wo ist er? 56. Ja, schon mal gut. Die von 13 sind ja ein bisschen in die Richtung. Mit drei Flügen, glaube ich, geht das auch schnell. Bringt gutes Geld. Habe ich die noch irgendwo drin? Ja. Ganzen Cereons habe ich nirgendwo mehr drin, scheinbar. Ich habe aktuell eh keine Struktur da drin. Ich kann theoretisch mal alle rausnehmen und neu verteilen oder so. Also mulchen. $24,50 für nur eins. Zurück. Mulchen habe ich ja echt noch nicht, ne? Na gut. Acht Mulchen. Speichern, Feld 7. Mulchen, 1x24. Ja genau, erster Wegpunkt ist schon schick. So, dann haben wir den hier. Ist das jetzt erstmal die 1? Der andere ist die 2. Der John Deere weiß noch nicht. Geldwechsel rüber zu 56. Die kleinen Hallen am Haupthof kannst du über Verkaufen-Menü eigentlich verkaufen. Oder sonst Objekt halt, müsste theoretisch auch funktionieren. So. Mit 3 auf 56 zum Pflügen. Das geht dann auch schnell, denke ich. Da kommt zumindest einer angefahren. Selber geparkt. Dann parken wir den einmal lieber weg, weil sonst blockiert er ja auch gleich. Also wir kriegen noch zwei schöne Ladungen Raps hier raus auf jeden Fall. Das dann aber erst schon wieder in der nächsten Folge, oder? Ja, man muss stimmen, man muss Landeigentümer sein, um Sachen verkaufen zu können, das stimmt. Ja, so ungefähr wie wir die Folge angefangen haben, hören wir sie auf. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Wir sind fast fertig mit dem Raps-Dreschen. Bis dann, vielen Dank. Und in der nächsten Folge testen wir mit dem Schwartbock-Mission. Ja, vielen Dank, bis dann und tschüss.